Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Das war definitiv ein Junge, der das geschrieben hat. Der Typ hat einen Preis verdient. Das ist so ein Gemüse. Das klingt wie so eine süße Form von Tits. Das war zu viel. Mein Gehirn platzt gleich von dem Ganzen. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Laser Luca. Und zwar die lustigsten Schülerantworten in Tests. Teil 5. Ich habe Laser Luca natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert. Und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und jetzt würde ich sagen, lass zum Video kommen. Let's go. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es bereits im Titel und zwar reagiere ich heute zum 5. Mal auf die lustigsten Schülerantworten. Die Schüler wirklich... Irgendwie finde ich das lustig, dass er nicht Titel, sondern Titel gesagt hat. Das klingt wie so eine süße Form von Tits. ...wirklich in irgendwelchen Tests etc. gebracht haben. Und ich würde sagen, wir fangen an der Stelle auch schon direkt an mit der ersten Schülerantwort, die mir Jule rausgesucht hat. Und zwar ist es diese hier. Im Original steht dort, Mrs. X cooked something Dennis liked. Und die Übersetzung, die ein Schüler darauf gegeben hat, ist, Mrs. X hat Dennis likes gekocht. Also, oh nein. Ja, 10 von 10 Punkte. Die nächste lustige Schülerantwort stammt aus der 7. Klasse eines Gymnasiums. Und zwar ist es wieder Gymnasium eine Englischaufgabe. Wirklich. Und zwar ist die Aufgabe, frage den englischen Austauschschüler, ob er Vegetarier ist. Der Schüler antwortet daraufhin, are you a vegetable? Gemüse. Ja. Bist du ein Obst? Ja. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort geht es zur Abwechslung mal nicht um eine Englischaufgabe oder eine Antwort auf Englisch, sondern es geht um griechische Götter. Und zwar soll der Schüler drei griechische Götter oder Götter benennen. Und er fängt ganz gut an. Er sagt Zeus, was richtig ist. Er sagt Poseidon, was auch richtig ist. Und dann sagt er Hepatitis. Genau. Und dann gibt es auch Hepatitis A, Hepatitis B. Aber gut, ich meine, wir müssen die Schüler, die diese Antworten gegeben haben, auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, die waren alle irgendwie in Klasse 5 bis 10 oder irgendwie so. Also da ist man auch noch ein bisschen jünger. Allerdings machen wir direkt weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar geht es um eine Definition. Und zwar ist die Aufgabe, definiere den Begriff Archäologie. Und ich glaube, es geht darum, dass man Dinge aus der Vergangenheit dann neu an... Genau. Die Antwort, die der Schüler gebracht hat, geht auf jeden Fall auch schon wieder gut los. Und zwar sagt er, Archäologie beschäftigt sich mit Funden aus vergangener Zeit. Zum Beispiel Fund von Özil. Özil! Nein! Ja. Was ist denn das für ein Geräusch? Er meinte Ötzi. Ja, ich glaube auch. Aber... Özil ist nah dran. Das hier ist die nächste Frage, die... Spielt Özil überhaupt noch? Ich glaube nicht, oder? Gab es da nicht irgendwas mit ihm? Ich weiß es nicht, wir schauen weiter. In einem Test der Klasse 6 gestellt wurde, und zwar, warum wird die Steinzeit eigentlich Steinzeit genannt? Nun ja, weil Steine damals die einzigen Lebensmittel waren. Oh Gott. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie oft ich klatsche in diesem Video. Und unter allen Leuten, die es richtig haben, verlose ich... Müllbeutel. Nenne drei Stände des Mittelalters. Bauern, Adel und Klitoris. Ja, wer kennt's nicht, den Klitoris? Es steht, wer das liest, stinkt. Anscheinend stink ich. Ich habe das erst jetzt gelesen. Und was ist diese Ente dort im... Was ist das für ein Zupfhuhn? Es stand. Bei der nächsten Frage geht es um das Mittelalter. Und zwar will der Lehrer wissen, wie konnte man Ritter werden? Und ein Schüler aus der 7. Klasse antwortet, man musste von einem Ritter geboren werden. So blöd ist die Antwort jetzt tatsächlich auch nicht. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort fragt ein Lehrer nach der Gewaltenteilung in Deutschland. Und der Schüler antwortet nicht irgendwie mit Legislative, Judikative, Exekutive, keine Ahnung was, sondern er sagt pädophile Schläger und Einbrecher. Genau. Nein. Na okay, er hat über Gewalt nachgedacht, über Kriminalität und dann natürlich, okay. Ja, genau. Die nächste Frage wurde in einer 12. Klasse gestellt. Und zwar sind dort wirklich Schüler in der 12. Klasse, die sind älter als 17, 18 Jahre alt. Also da kann man schon mit einer vernünftigen Antwort rechnen. Die Frage hier ist allerdings, wie kann man eine Gleichstellung von Mann und Frau erreichen? Die Antwort ist, eigentlich sind Mann und Frau gleichberechtigt, aber man müsste die Hausarbeit für Männer attraktiver machen. Beispielsweise mit einem kostenlosen Sky-Abo oder Gutscheinen für Fußball-Events. Hat er nicht gesagt. Das war definitiv ein Junge, der das geschrieben hat. Also wirklich. Der Typ hat einen Preis verdient. Das hier ist die nächste Frage und zwar, was ist Mutterschutz? Der Schüler antwortet, wenn die Mutter ein Kind kriegt, muss es nicht gleich arbeiten. Das Kind muss nicht gleich arbeiten. Er hat nicht so Unrecht. Ach. Nenne die Aufgabe des Kondoms. Das Kondom ist da, um schlecht Verkehr zu haben. Schlecht Verkehr zu haben?
Wer kennt's nicht? Wenn Mann und Frau sich ganz doll lieb haben, haben sie schlechten Verkehr. Ey, sowas hätte auch wirklich einige von mir kommen können früher. Einige haben schlechten Verkehr. In der nächsten Aufgabe geht es darum, die Unterschiede zwischen Schimpanse und Mensch zu benennen. Ist meiner Ansicht nach eine schwierige Aufgabe, wurde auch in der 12. Klasse gestellt. Schüler hat allerdings geantwortet, Schimpansen brauchen nicht so ein breites Becken wie wir, denn die legen Eier. Was? Klasse 12? Ja! Komm! Direkt mit dir weg von der Schule. Was in der nächsten Aufgabe geht es um Biologie. Und zwar hat die Lehrerin gefordert, dass man verschiedene Zelltypen im menschlichen Körper benennt. Und da gibt es wirklich einige. Gehirnzellen, Blutzellen. Und der Schüler hat sich genau die falsche rausgesucht. Und zwar hat er Solarzellen gesagt. Solarzellen im menschlichen Körper. Ja, genau. Genau. Leute. Bruh. Ich hoffe... Da klatsche ich auch hier. Ich habe noch nicht dreistellig oft geklatscht. Machen wir allerdings direkt weiter mit der nächsten Frage, die auf einem technischen Gymnasium gestellt wurde. Und zwar, wozu hat der Mensch eigentlich zwei Augen? Um zu sehen. Wenn er sich eines aussticht, hat er nochmal eins. Schwöre bei Gott, ich habe bisher in keinem Video so oft geklatscht. Frau R. Punkt, hier steht Strichvogel. Heißt das, dass das Vieh magersüchtig ist oder ist das ein anderes Wort für Vogelnutte? Ach, Strichvogel, weil die... Oh mein Gott, ich habe einen Moment gebraucht. Weil am Strichvogel... Egal, wir ignorieren das. Wir schauen weiter. Wir kennen nicht auf dem Hamburger Reeperbahn den Strichvogel. Bei der nächsten Aufgabe hat der Lehrer gefordert, dass man drei kirchliche Feiertage benennen soll. Weihnachten, Ostern. Und der Schüler einer 5. Klasse antwortet Ostern, Western und Karneval. Was? Ich meine, und da bin ich ganz ehrlich... Wenn ich der Lehrer dort gewesen wäre und ich würde diese 5. Klasse unterrichten, weil ich meine, da muss man sich mal vorstellen, da sind die Schüler irgendwie 10, 11 Jahre alt. Ja, und so jemand hätte das 12. geschrieben. Ich hätte dem wirklich daneben geschrieben, hey, oh Gott, das ist falsch. Aber es war wirklich eine lustige und sehr... Western und Karneval. Ich sollte auf keinen Fall Deutschlehrer werden. Ja. Bei der nächsten Frage will ein Lehrer von den Schülern seiner 2. Klasse wissen, also von einer 2. Klasse. Also nicht von seiner 2. Klasse, von wegen, der hat 2 Klassen, sondern von der 2. Klasse. Okay. Also da, wo Schüler wirklich 7, 8 Jahre alt sind. Der will auf jeden Fall wissen, ob einer von denen weiß, dass eine Moschee ist. Und da antwortet jemand, das ist bei den Mädchen da, wo bei den Jungen der P*** ist. Ja. 5. Klasse vor allem. Das ist... Ja. Ja. Da unten, da haben Frauen dann eine... Moschee. Oh Gott. Ja. Ey, wir sind Kids. Ich bin immer noch ein bisschen krank, sorry. Aber wenn wir... Wollte lachen, ist so fast gestorben. Wenn ich da der Lehrer gewesen wäre und das hätte einer geschrieben, ey, ich hatte das allen meinen Lehrerkollegen gezeigt. Ey, ich hätte das ins Lehrerzimmer gehangen. Auf Plakat die Antwort. Ist so. Ey, Wahnsinn. Wie kann man denn so eine Kreativität haben als Kind? Aufgabe. Nenne einen Ort in Deutschland, an dem es natürliche Erdgasvorkommen gibt. Antwort an der Tankstelle. Das ist genial. Aber es hat, er hat, irgendwie hat er recht. Und recht hat er nicht. Ja. Ja. Yeah. Als nächstes geht es um eine Frage, die ein Lehrer seiner 6. Klasse gestellt hat. Und zwar fragt er, warum waren die Neandertaler Nomaden? Darauf antwortet ein Schüler, im Winter fror ihr Gemüse ein. Deshalb mussten sie weiterziehen. Ja. Und dann hatten sie so tiefgefrorene Karotten mit Mais und so. Kennt ihr diesen Mix? Oh Gott, nein. Leute, ich kann nicht mehr. Das macht mich fertig. Ich habe so ein komisches Gefühl gerade von diesen ganzen Antworten, ne? Ja, das ist, ja, volle Punktzahl. Nun kommen wir jedoch allerdings wieder zu einer Frage, die an eine Grundschulklasse gestellt wurde. Und zwar fragt der Lehrer, was kann man in einer Moschee finden? Ein Tampon. Also, das war wirklich der Kracher. Wegen der Antwort davor, ne? Deswegen. Schüler von vorhin hätte vermutlich irgendwas Komisches mit der Frau geantwortet. Allerdings antwortet dieser Schüler eine Minibar. Eine Minibar? Ah? Eine Minibar. Was versteht man unter einem Jungfernflug? Wenn es ein Mädchen zum ersten Mal mit einem Jungen macht, dabei fliegt das Jungfernhäutchen weg. Ja.
Damn. Ja. Ja. Das, das fliegt dann wirklich einfach weg. So. Kommen wir allerdings nur noch schon, meine Damen und Herren, zur mittlerweile schon letzten lustigen Schülerantwort fürs heutige Video. Und zwar möchte ein Lehrer den Begriff Schwerindustrie erklärt bekommen von seinen Schülern. Und daraufhin antwortet ein Schüler der 8. Klasse von einer Realschule, dass es eine Industrie in Schwerin ist. Schwerin? Ich meine, so doch komplett daneben liegt da jetzt, eigentlich schon. Schon, ja. An der Stelle möchte ich das heutige Video allerdings auch beenden, meine... Das war zu viel. Mein Gehirn platzt gleich von dem Ganzen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.